Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Craft to Exile 2 Modpack. Jo, und wir sind ja schon ziemlich gute Necromancer für den Anfang. Also, jo, haben uns auch schon mal sehr vielen Gefahren ausgesetzt. Und hey, hallo. Und ich habe kein Wasser. So. Die Minions sind manchmal ein bisschen böse. Was ist das da oben? Zombie. So. Ein bisschen dunkel hier. Ja, wir haben Diablo 2 sozusagen. Am besten gesagt. Diablo 4. In Minecraft, oder? Jo. Und es macht so mega viel Spaß. Also ich erwarte jetzt wirklich wieder einen tollen Part. Keine Fackel, nix. Wir sind leider noch ganz am Anfang, also wir müssen noch ein paar Sachen finden hier, zum Beispiel Kohle. So. Und haben ja meistens gekämpft und ein paar Schätze gesucht, aber jo. Ja, wenig Schätze. genau. Immer noch die Ameisen. Hügel, den Blattschneider-Ameisen, sind ein bisschen am Stören gewesen, sonst ist es wirklich ein super Modpack. Jo, schaue ich mal gerne weiter und ihr hoffentlich auch. Ich finde hier die Biome mit dem Granit so geil. Ah, hier am Eisen. Sehr gut. Jo. Macht wirklich Spaß. Es ist wieder alles ein bisschen neu. Wir haben einen Stollen gefunden, der so Mesa, so ja, Savanne eher ist. Gut. Und wir haben wahrscheinlich noch etwas zum Leveln. Noch nicht, okay. Immer noch nicht. Also ich schaue mal kurz hier runter. Oh, geil. Sieht alles so befremdlich aus mit dem Granit. Das ist so, ja. Man hat es schon gesehen natürlich im Hauptspiel und so weiter. Aber doch hat es ganz andere Farben. Nee, ich habe so viele Sachen dabei. Jetzt die Kohle da oben wahrscheinlich gar nicht mitgenommen. Das stört mich jetzt ein bisschen. Wo war das? Da oben. Jo, wir müssen alles in den Backpack tun. Haben wir hier aber auch alles voll. So. Ist jetzt die Kohle gewesen. Die brauche ich dringendst. Die war irgendwo hier oben. Hier waren wir, aber hier war irgendwo die Kohle. Ja, toll. Wo war jetzt die eine Kohle? Hey, hallo. Meine Güte, macht doch endlich mal was. Muss ich euch immer schlagen? Das ist manchmal echt nicht zu gebrauchen. So. Was ist denn das für ein... So, weg damit. Also, wo habe ich jetzt diese Kohle gehabt? Hier? Habe ich die doch eingesammelt? Nee. Die ist irgendwie gar nicht getroppt oder so. Verstehe ich jetzt nicht, aber ich will jetzt in den Stollen. Gut, haben wir genug Leben, also Lebensregeneration und so. Also, hier runter. Vorsichtig. Okay, und bitte nicht wieder Monster irgendwie anlocken und so weiter. Das ist ein bisschen zu gefährlich, wenn ihr nicht angreift. Nur blöd dasteht. Muss doch irgendwas sein. Das ist ein blöder Stollen. Aber gut. Vielleicht finden wir ja in einer Seite dann etwas. Lieber den Stab ausrüsten, dass wir gerade casten können. Boah. Da sind mehrere Zombies. Ja, ist gut. Greift sie an, bevor sie explodieren. Oh. Alles kaputt. Krass. Okay. Ja. Hey. Helft mir. als Necromancer ist man so empfindlich. Geh weg. Okay, Necromancer ist manchmal echt ein bisschen nervig, aber gut. Einfach ein bisschen Geduld haben.
So. Boah, geht das lange. So. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Also hier ist nichts mehr. Nö. Okay, ein paar Fäden gesammelt. Sehr gut. Wieder Kohle. Ja, ist wahrscheinlich nichts mehr. Schade. Soll ich noch ein bisschen Kohle sammeln? Ja, ich glaube unbedingt. Oh, immerhin ist das Licht. Es ist irgendwie ein bisschen dunkler, habe ich das Gefühl. Vielleicht habe ich einfach die Helligkeit sehr niedrig. Okay, Level 4. Eisenspitzhacke, sehr gut. So. 15 Eichen. Also hier war nichts. Ganz auf der anderen Seite. Ey, nicht wieder auf die Seite schieben. Nein. Ah, oh, wer hat diesen Mod gemacht? Der hat ja nichts. What the fuck? Da war kein Creeper. Okay, wir müssen kurz mal hier ausruhen, dann gehen wir wieder. Ja, die gehen baden, genau. Es ist sehr schwer. Also die machen so viel Schaden, die Creeper. Und die Zombies, die machen gar nichts scheinbar. Ah, ist ein bisschen nervig. Na gut. So. So viele Sachen, die man findet. Unheftigste. Also da muss ich mal etwas. Ja. Wir hätten uns anfangs ein bisschen schneller vorbereiten sollen. Als irgendwie auf die Jagd zu gehen. Ja, ich habe ja so nochmal Holz. Gut. Machen wir die hier hin. Machen wir doch mal dieses Holz weg. So, alles hier rein mit Blöcken. Ja, das kommt ja sicher. Wo haben wir Blöcke da? So. Alle mal hier rein. Gut. Dann hier hat den Rest. Das Weizen habe ich jetzt gerade. Und ja, genau. Ja. Was machst du da? Blöde Spinne. Ja, die greifst du an, hä? Die gar nicht mal so sehr angreifen würden. Die greifst du an. Man irgendwie nichts. Hä? Wo war das hier? Hä, den habe ich gedroppt bekommen. Ich habe doch einen equipped im letzten Part. Na gut. Also die Sachen mit einem, ja, Kreisel, den, ja, Viereck ringsum. Kann ich das? Ja, genau. Mit der Q-Taste kann ich den Backpack, ja, besser aufmachen. Nein, die Rune. Die Rune könnte ich auch dort rein tun, dafür die anderen Sachen nicht. Die. So. Einfach mal alles hier rein. Nein, Spinnitze. Spinnitze nicht. Die mache ich oben rein, die Knochen unten rein. Mache ich das noch raus. Weiße Wolle auch. So. Dann haben wir wieder ein bisschen sortiert. Gut, also. Fangen wir mal an, Kühe wieder zu. Wieder ein bisschen farbigere Kühe. So. Also dann gehen wir wieder dorthin. Machen noch hier einen Wegpunkt, genau. Zum Schnellreisen eventuell, wenn wir ganz weit weg sind. Hilft uns schon sehr. So. Natürlich. Und ja, den Weg finden wir auch dank diesem Wegpunkt, der gemacht wird. Super.
Ja, der Anfang ist ein bisschen schwierig. Ich muss unbedingt hier Punkte rein investieren können, aber ich bekomme jetzt momentan echt wenig Level. Ich weiß es nicht, wieso es ist, aber ja, einfach weil es gerade momentan Pause ist. Also jetzt gerade sehr viel mehr für ein Level XP gebraucht wird. Ja. Also, kurz nochmal ausruhen. Später können wir mit Chocobos dann fliegen. Okay, da hat wieder eine. Das war's. Nein, das war eine Scheibe. Das ist nicht so gut. Hey. Wir müssen irgendwo hin, wo es die Blattschneider Ameisen nicht gibt. Tun die automatisch generieren oder haben wir das nicht gefunden das letzte Mal? Na egal. Hauptsache ich mach's weg. Sonst kommen sie in Scharen und übernehmen die Herrschaft, die Weltherrschaft. So, ich glaube, es ist da drüben gewesen eher. Wo war das genau? Also hier war es nicht. Ich muss mal kurz schauen auf der Minimap. Es war ungefähr in die Richtung, ja. Also hier sind wir, glaube ich, aber durchgelaufen, aber einfach in die Richtung noch. Wahrscheinlich bei diesem kugeligen Steinhügel. Ja, okay, da waren wir. Sehr gut. Also gehen wir nochmal rein. Zaubern am besten dann. Hier ist ja nichts. Also denke ich mal, ist jetzt nicht so viel. Aber genau, Eisen nochmal. Schön, schön. Level 5 schon. Aber ja, die Durability natürlich dann. Nützt ja nichts weiterzumachen. So. Also, ich muss ein bisschen mich besser umschauen, wenn die Monster so ja, viel Damage machen, vor allem mit Explosionen. Also, da können wir nicht durch. Das tue ich jetzt zuerst mal wieder ein Zombie schwören. Geh mal hier durch. So. Ich will einfach dort weitermachen, wo die Leiche ist, oder? Ich will ja nicht unbedingt. So. Aber ich habe Keep Inventory an, weil ich das weiß. Ich kenne den Mod Mine & Slash. Der ist ziemlich schwer. In manchen Gebieten oder ja. Es ist nicht mehr in Gebieten eingeteilt, genau. Aber es ist einfach random schwer, random einfach, random noch einfacher. Oder noch höllisch schwerer. Und das macht es halt alles ein bisschen unkontrollierter. So, hier sind wir gestorben. Okay. Hier ist aber nichts mehr. Das könnte überall noch etwas sein. Ja, ein Skelett. Oh, du musst aber viel Schaden schon. Zombie. Nur ein bisschen intelligenter, bitte. Wo gehst du nicht nach oben? Was ist das in the server, das letzte Cast Kill? Ah, das ist einfach eine Spitzhacke. So, und jetzt? Was macht ihr jetzt? Seid ihr blöd? Greift doch einfach an. Ja, drüben, ja, da drüben. Muss ich dich hinschieben? Jetzt geh. Nein. No, ganze KI funktioniert einfach gar nicht. Oh, schon wieder nur ein Eisen. So, was haben wir denn hier? Haben wir noch einen Gegner gehabt? Ist der Zip Reaper gewesen? Oh, da kommt noch was. Kommt hier von hier oben? Irgendwas war auf dem anderen Gang noch. Okay, scheinbar nur eins zufällig. Ja, ist ein großer Stollen, aber leider nur ein klein, also wenig Schätze. So. Also, dann bereiten wir uns noch ein bisschen vor in der Base. Am Schluss. Weil so Stollenabenteuer natürlich schon ziemlich schwer sein könnten.
müssen wir uns ein bisschen mehr vorbereiten. So, Mining Level ist 3. Okay, sehr gut. Schön, schön, dass es hier auch so Level-System gibt. Jetzt muss ich mal den passiven Skill Tree finden. Können wir hier nicht einen Punkt in Leben machen? Das ist wichtig. Einen Punkt haben wir wieder. Gut. Okay, da ist wieder so ein komischer Zombie. Ja, Enderman eher. Ja, ist ein Enderman. Aber ein komischer. So, ich sollte irgendwie auch ein bisschen die Gänge ein wenig chronischer, richtungsbewusster nehmen. Jetzt einfach sehr viel ausgelassen. Boah, einen Schlag von einer kleinen Spinne und so viel. Geht jetzt weg, ich muss sie... Geht weg! Ihr habt hier keine Gegner. Jetzt muss ich Spinnnetzen zuerst wegnehmen. Nein! Geh weg. Ja sicher, was machen die Spinnen? 1 Million Schaden? Was ist da? Hey Gottchen. Meine Güte, wenn die Zombies so schlecht sind, greife ich lieber mit Magie an. Das ist ja Wahnsinn. Da kriegst du einfach nichts gebacken. Okay, wir machen das später dort. Das ist wichtig, dass wir da noch ein bisschen warten. Der Mod tut dort alles multiplizieren und dann noch Level anpassen. Und dann geht das Level zu schnell hoch und man ist nur schlecht und alles mögliche. Das ist alles ein bisschen schwieriger, als man denkt. Sieht. Und vielleicht auch abhängig vom Gegner, oder? Dass Giftspinnen natürlich unheimlich viel stärker sind. Was machst du jetzt hier? Jetzt muss ich natürlich nochmals. Wo habe ich jetzt? Ah, das habe ich im Inventar. Zu wenig Holz, das ist natürlich auch noch der Fall. Und jetzt ist schon wieder so eine Spinne da. Also ich gehe ja gleich weg, ey. Ja, ist wahrscheinlich hier wieder ein Ding passiert. Ne, der ist hohl. Aber weh, es gibt nochmal so eine eine Ameise. Mal nicht natürlich. Ist das wirklich so abhängig vom Biom? Dürfen wir gar keinen Dschungel in der Nähe haben? Sonst kann man das hoffentlich irgendwie aufstellen, dass da nicht so viele kommen. Von dem Holz. So. Also können wir noch mal so ein paar machen. Ah, ich habe jetzt noch nicht so. So. Das waren Mörderstimmen. Oh. Gut. Kann ich mal mehr gut aussprechen. Ey, mein Gott, ich will dieses Kampfsystem nicht haben. Ach, Mod-Entwickler. Nicht schwingen. Nein, eine Axt ist nicht zum Schwingen da. Die ist zum Holzfällen. So, kann man nicht mal etwas in der Nähe von Tieren abfällen? Dankeschön. Wegmachen. Zombies bekommen wieder Schaden. Okay. So, genau die. Also, was wir jetzt ein paar noch machen, ist einfach irgendwo eine neue Base zu suchen. Das ist jetzt hier nicht gerade sehr dolle. Das ist leider ein bisschen zu nervig. Gut. So, also gehen wir mal einfach in der Nähe von irgendwie. Wir gehen mal rechts ins schöne Meer. Gut, dann haben wir ein Boot.
Hier einfach in die Richtung, ja. Sehr gut. Also, diesen Dungeon können wir auch bald gehen. Also, wir müssen halt einfach. Jo. Okay, geht leider bald kaputt. Wir brauchen mehr Rüstung, das ist das Wichtigste. So, ich weiß nicht, ob ich im Dorf irgendwas. Ah, das ist ein Villager-Posten hier. Ja. Das ist nur ein Pilcher-Posten, das ist kein Dorf. Das ist dort, das ist nix. Ja, so ein Modpack kann schon richtig schwer sein. Ich denke, es ist wirklich für die Spieler, die wirklich sehr viel Zeit und Geduld haben. Und da muss man halt einfach noch ein bisschen, ja, zwischendurch farmen und wissen halt, welche Gegner stärker wurden, welche Gegner weniger stark wurden. So, eigentlich wäre dieser Turm hier eigentlich ziemlich gut zum Holen. Weil die Türme haben meistens keine Gegner drauf. Dort ist ein Händler oder so, ein Handelsboot. Wir sind aber einfach nur ein bisschen tauchen können. Ja. Das nervt Minecraft. So, da haben wir schon mal zwei Truhen. Hier nicht hoch. So. Ah, eine Lötkoppel. Okay, Seelen besitzen meinen Colony-Stats. Repair Tools mit deiner Aura. Ich hoffe, das wirkt direkt, oder? Sieht man es denn dann? Ich glaube, so Sachen nehme ich jetzt mal nicht mit. Da sieht man die Aura? Ja, irgendwie nicht. Support Game mit Crit-Chance, das nehme ich mit. Gut, haben wir das erste Mal jetzt einen gefunden. Ist noch nie so gespielt oder dass ich das finden hätte können. Also die Mods oder der Mod, der das einfügt, habe ich noch nie gehabt. Oh, okay, zwei Projektile mehr. Das ist geil, dass es gibt. Hat ja ein Perseverwechsel auch. Und ja, jetzt haben wir hier einen Wegpunkt. Die Seegurke noch mit. Dann hier runter. Okay, Mana-Recken, das ist gut für uns. Was haben wir hier da auf Cold-Resistenz und so? Schön. Lederkappe. Später an. Können wir hier atmen, ja. So, also hier haben wir Seegurken mitnehmen. Aha. Cricket Amethyst. Lederkappe schnell hoch. Also viel Schaden bekommen wir nicht. Also gut. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber so ein Tempel ist jetzt nicht so wichtig. Also wir haben hier noch einen Turm gefunden, was Tom macht. Das ist ein Ausrüstungsgegenstand für Magier. Das können wir. Wo können wir das tun? Da steht irgendwie gar nichts. Das ist ein Schild? Aha, das ist ein Schild. Kann ich da besser? Ich kann das aber nicht einsetzen, das Schild. Also es wird ein Schildslot für die F-Taste. Gut. Jo. Was hätten wir denn hier? Hier war ja irgendwo der Pillager-Außenposten da, der große. Mit den Necromancer-Skeletten. Irgendwo in der Wüste. Hätten wir jetzt wenig Erde. Oh, ein Turm. Ich weiß nicht, ob ich den Turm noch nehmen soll. Oh, eine Pyramide. Boah.
Hier ist ein schönes Dorf. Das gefällt mir. Nettes Portal. Jo, ich gehe mal hier zur Pyramide raus und oh, im dichten Wald, ein Dorf bauen im dichten Wald. Das ist ein mega Tigerwald. Also hier ist schon viel besser, das was ich eigentlich plane zu machen. Also plane. Es ist halt so, dass ich habe zwei Holzbilder. Oh ja, ich habe hier eins benutzt. Ich möchte ja die Mine-Colonies-Dörfer wieder machen, halt in diesem Modpack, weil das andere Modpack war ein bisschen verbuggt ist. Hier gibt es auch Kängurus, okay. Und ich möchte natürlich auch noch ein Dorf machen für normale NPCs. Und das wäre hier das schöne Dorf. Ziemlich gut dafür. Okay, ein Wolf. Ich habe gar keine Knochen dabei. Okay, ein paar. Bin ich erschrocken. Was ist das, ein Jäger? Ja, cool. Genau, greift an. Dankeschön. Yay, Level up, Level 8. Endlich. Gut, also. Hey, bin ich ins Wasser. Durchschuss. Okay, ein Bündel. Cool. Zum Sachen tragen. Und so langsam bin ich voll. Okay. Ja, mal dieses Zeugs dafür. Vom Tempel. Ein Bündel für extra Items lagern. Und das ist hier. Fist Range, okay. So. Also das mitnehmen. Ja, nicht. So. Nicht Nacht. Oh, hier hat es noch mehr. Oh, Leder, danke schön. Sehr gut. Noch mehr Leder, Smaragd. Schön. Okay. Was haben wir denn für Nacht? Bald Nacht. Okay, das Bett müssen wir mitnehmen. Sehr wichtig. Ein paar Fackeln, Kerzen, ne? So, jetzt. Hier fackelt der Wald ab. Hier gibt es einen Känguru. Oh. Elektrifizierend. Hier ist noch ein Haus. So, jetzt müssen wir dann bald schlafen. Sonst sind die Dorfbewohner dann plötzlich in Gefahr. Lieber nicht. Also, ein braunes Bett. Ist hier irgendwas unter dem? Okay. Unter dem Teppich ist nichts. Also, ein schönes Dorf haben wir hier. Sieht wirklich geil aus, der Wald mit dem Roten auch. Geil, hier haben wir auch die anderen Sachen. Oh, Leuchtbären, cool. Und wieder Loot. Sehr schön. Jo. Kaktus brauchen wir. Nice, nice. Eine Glocke. Ist das ein Tempel? Weiß ich nicht. Sieht einfach wie ein normales Haus aus. So, Kupferbarren, Goldbarren. So. Jo. Ich denke, das können wir auch mit den Levels hier lassen. Okay, den brauchen wir. Den nehmen wir mit. Der ist wichtig. Live-Stein, ja. Und, oh, und dieser Banner hier auch. Eine gute Schaufel mit Effizienz, sehr gut. Steinsiegel, nehme ich noch den Ton mit. Ja.
So. Gut. Oh, Noxolotl. Effizienz 1. Können wir auch gebrauchen. Mehr Ton. Nein, brauchen wir nicht. Also, was haben wir hier denn drin? Oh, ein Kamel. Oh, ein bisschen Gemüse. Ja, schon wieder so viele Sachen. Mohn brauche ich, denke ich, nicht. Jo, sehr gut. Ja, Steak. Das bräuchte ich direkt nicht. So. In den Bündel. Wie kann ich da etwas rein tun? Also Rice Grains brauche ich nicht. Okay. Für was ist ein Bündel da, wenn ich den nicht öffnen kann? Hm. Keine Ahnung, für was ein Bündel da ist. So viel Lava hier. Was soll ich irgendwie helfen? Ich habe das Wasser irgendwie verloren. Jetzt. Ja, ein bisschen buggy. Also scheinbar ist das Modpack ein paar Sachen noch einfach zu neu oder zu unbalanciert. Ich möchte eigentlich die da mitnehmen. Ja, die sind, also, die sind sehr wichtig zum Zerleben mit Pflanzen und so. Ja, ein schönes Dorf. Gut, ich möchte gerne. Was habe ich da noch gefunden? Das war so ein normaler Baum, die brauche ich nicht. Ah, da, das da. Das ist eine Blume. Hm. Dann nehme ich dem noch mehr mit. So, und das ist nur dazu da. Ja, das ist nur so eine Alchemiestube. Cool sieht das aus mit Lianen noch. Wow. Also, gehen wir doch kurz noch in ein, zwei Häuser hier. Oder machen das einfach später. Cool, Schwein. Zum Beispiel den hier. Ja, Kaktus, aber das kann ich jetzt nicht mehr. Ja, eigentlich Heiltränke ist sehr wichtig. Ich kann ja den Rest irgendwo ein anderes Mal holen. Ich nehme jetzt nur das Wichtigste noch mit. Hey. Und das Haus hier. Ja, für Brot vor allem. Weizen könnte ich auch immer mitnehmen für die Kühe. So. Mehr Kakteen. Ich muss jetzt mal kurz das Haus nehmen wieder rein. Die bräuchte ich eigentlich. Ja, die kann ich später holen. So. Dann mache ich einfach hier mal einen Wegpunkt. Boah, das Dorf ist noch viel größer. Mache ich mal hier einen Wegpunkt. Dorf, Wüste. Und, ja, jetzt können wir eigentlich langsam zurückgehen. Hier ist ein Waggon. Keine Kutsche. Hm. Ziemlich viele Sachen. Krass. Meine Güte, dort drüben. Diese Lagerfeuer. Was macht die? Oh, fein. Mm. Krass. Holzkohle. Kaninchenfell. Also, ich möchte einfach wissen, wo kann ich gut bauen? Kann ich eine Stadt bauen vor allem? Natürlich noch mehr Platz. Hm. Ja, jetzt haben wir auch Dschungel. Ja, toll. Also gehen wir wieder zum... Ja, mit dem Boot fahren. Ja, genau. Ja, gestern und heute war es mir wieder nicht ganz so gut. Bin nicht so fit gewesen. Habe sehr viel gearbeitet.
Und ja, heute Abend hier für euch, eigentlich gestern Abend oder so, mache ich nochmals einen Livestream. Und wahrscheinlich heute für euch auch noch. Was ist denn das für Erde? Ah, ein Pillager-Posten. Ein Räuber-Unterschlupf. Da zwischen den großen Azalee-Höhle-Biom. Also, was ist das für ein Stein hier? Das ist Schwarzstein einfach, okay. Jo, hier ist irgendwas mit lila Bäumen. Lila Dschungelbäume, okay. Krass, wie dieser Strand hier. Vulkanisches Gestein. Ah, Bambus, sehr gut. Bambus muss ich noch mitnehmen. Ja, können wir. Sehr gut. Hier ist auch wieder eine Pyramide. Oh. So, ja, immer auf unserem Server und ja, der GTA-Rollenspiel-Server, der kommt ja auch bald raus. Ich bekomme langsam ein bisschen Zeitprobleme über mit Projekten. Jo. Aber solange wir hier wirklich nicht ganz fertig sind, hören wir natürlich nicht auf. Vor allem wegen meinen Kolonies. Wir müssen ein paar Städte bauen. Ja, zeitlich muss ich ja nicht irgendwie etwas aufhören. Es kommen einfach nicht so viele Parts. Und die klauen unser Essen. Auch die Raben scheinbar. Also hier in die Richtung, jetzt geht es einfach wieder zu. Das, ja, okay, gehen noch weiter natürlich. Aber so langsam können wir einfach wieder zurückgehen und das mal. Ja, okay, eine Burg. Und was ist denn das dort? Magier-Unterschlupf. Sieht aus wie ein Pilz oder so. Kleine schöne Burg hier. Mit noch mehr Kamelen. Kängurus natürlich. So, das ist wahrscheinlich ein normales Dorf. Ja, muss sein. Können wir auch mal erkunden. Natürlich wegen diesem Pilz dort auch. Da ist nochmal so eine kleine Burg. Sah aus wie ein Wald zuerst. Jo, eine Festung scheinbar. Okay, ein Wahl der Kunststücke macht. So. Okay. Machen wir hier mal Pause. Und ich muss schauen, dass ich wieder fitter werde. Bisschen weniger müde werde. Was hat mich da getötet? Alkohol mit Magie. Also ein Feuerzauber und der ein Feuerzauber, der sehr, sehr stark ist. Sehr interessant. Also. Cool. So, was tut mich jetzt hier abwerfen, hä? Hallo? Wo bist du jetzt? Da, hä? Der hat mich nicht getroffen, irgendwie. Ist böse. Ah, sogar einen kleinen. Hey!
Ey! Meine Güte, jetzt ist er tot. Okay. Heftigst, wie der angreifen kann. Mega schnell. Noch einer? Nein, der trinkt. Okay, kurz regenerieren. So, aber kein Dreizack wieder da. Scheinbar ja nicht, wir sind aber voll. Oh, greift uns einfach noch eine beim Aufhören an. So, haben wir nicht mehr. Ey, es geht viel, viel zu viele Items. Gut. Die noch hier hinstellen. Jetzt einfach mal kurz schauen, ob doch nicht ein Tropfen Dreizack. Die wird am Boden sein. Schade, da hat gar nichts gedroppt. Ja, ich weiß es. Gut, im nächsten Part machen wir hier weiter. Dankeschön fürs Zusehen. Wird sicher noch vieles zu entdecken geben. Und ja, wir werden viel bauen und ja, Dörfer machen. Aber ich weiß noch nicht, wo. Es sind viel zu viele Dschungel hier. Mit diesen Blattschneiderameisen. Ich werde noch kurz schauen in den Einstellungen, weil ich so Klauer eigentlich nicht will. Das hat mich immer ein bisschen demotiviert. Weil es so oft vorkommt, die so oft wieder spawnen, wenn man denn nahe bleibt und so. Ist ein bisschen nervig. Könnte ich auch stellen, weil wir wollen ja Spaß haben und nicht genervt werden. Tschüss zusammen.